Die Ritter der Redlichkeit haben eine Paradoxform bekommen und genau damit machen wir heute ein Metronom-Battle. Und damit herzlich willkommen zusammen mit Flobertus Grandus haben wir. Das bin ich? Ja, Tatsache. Ja. Wir machen heute die Paradoxform gegen die Paradoxform. Und bei Flobert auf dem Kanal drüben gibt es natürlich auch Metronom-Battle. Schaut da unbedingt rein. Und dort gibt es vielleicht nicht die Paradoxform, vielleicht doch. Schaut mal hin. Man hat gehört. Oh mein Gott, es ist wirklich da! Was? Damit habe ich ja nie gerechnet. Ich habe das eben die ganze Zeit aus Scherz gesagt. Das Backgrounds. Wir haben Kampfhintergründe, nein. Metronom-Battles. Oh mein Gott. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen alle Metronom-Battles nochmal machen. Oh mein Gott. Wie cool. Ich drücke nicht Metronom. Ich gucke mir jetzt einfach wirklich das gesamte Video diesen Kampfhintergrund an. Ist das okay? Ey, das ist insane. Ja, gerne. Das ist aber insane. Das ist danke. Das ist so gut. Oh, Dankeschön. Danke, Game Freak. Danke. Ach, Giftpuder, sehr stark gegen zwei Stahlpunkte. Ja, wunderbar, sehr wunderbar. Gut gemacht. Mögt ihr die Shiny-Variante lieber oder die Non-Shiny-Variante? Mögt ihr die überhaupt? Das ist die Frage. Was für zwei Stahl-Pokémon eigentlich? Nicht Ei? Also nur der eine ist Stahl, oder nicht? Eisenkrone. Ja, kann sein. Weiß ja, der andere ist doch Blutmodi. Jawoll. Übertreib. Ich bin Gestein-Psycho, okay? Ja, stimmt. Ja. Du hast absolut recht, ja. Oh ja, super nice. Das ist in einem 3 gegen 3 immer sehr, sehr gut. Yeah, so ein K.O.-Treffer. Der schmeckt. Vielleicht hätten wir einfach ein 6 gegen 6 machen sollen. Na, weiß ich jetzt nicht. Wir haben ja noch Eisenlaub. Ja. Können wir mal darüber reden, dass die fucking Eisenfels und Eisenhaupt heißen? Und ja. Eisenblatt. Und dass das unendlich unepisch klingt? Überleg mal, wie die anderen Gegenstücke heißen. Windewoge, Keilflamme, Furienblitz. True, aber die Dingsdamen sind immer geiler, die Vergangenheit. Ja, natürlich, aber was zur Hölle, was für Fels, was für Haupt, was für Blatt? Naja, Fels kommt schon hin. Oh mein Gott, hier ist alles gefroren im Hintergrund. Alter, okay. Wie hübsch das hier ist. Ah, oh Gott, ich habe den Gift-Tip gedodged. Also, nicht mehr sehr effektiv. Sehr effektiv nicht. Boah, der sieht echt geil in Oh mein Gott. Du hast direkt auf Thumbnail und alles. Du hast delivered bekommen des Todes, seine Mutter. Digga, einfach 2 Milliarden Klicks für sieht mich. Sieht so cool aus in Shiny, finde ich. Endlich wieder Abendessen. Nice. Ja. Mag den richtig gerne. Eisenblock. Nee, Eisenfels. Eisenblock. Jetzt bin ich komplett verwirrt, Alter, wie die heißen. Ich hab die Namen doch noch nicht mal drauf. Der Eisenblock, Digga. Der Eisenblock. Der nennt den doch nicht ich. So. Das bin ich. Hallo. Der Eisenblocki. Ja. Vectans. Eisenblocki. Oh, aua. Ja. Ja. Das war leckerer Schaden. Alter, ich bin auf +1. Hallo. Oh, stimmt. Du wärst einfach vernichtet worden. Aber es Vectans nicht sogar speziell und das Eisenkobalium hat das nicht super gute Werte. Ey, stopp. Also speziell das offensive Werte. Eisenkobalium hat. Das ist, glaube ich, speziell offensiv sehr. Flammenschild? Digga, falsch. Falsche Paradoxform. Ja, aber wirklich. Greif mich an. Der hat aber auch einen sehr coolen Signature-Move bekommen, ne? Wer? Eisenblock. Eisenblock, Eisenfels. Ja, genau. Achso, der geht durch Protects durch, ne? Genau. Und das ist ein treffsicherer Rock-Move und das ist sehr, sehr cool. Welche Stärke hat er? Weiß nicht, 80, 90? Ja, ist halt fein dann, ne? Aber ich bin noch gar nicht so up-to-date, was diese ganzen neuen komischen Pokémon angeht. Nein, nicht meine Fähigkeit! Für mich sind das auch keine Pokémon mehr. Nee, das sind wirklich keine Pokémon aus wie Digimon alle. Ey, das ist so schrecklich. Hör mal auf, dich zu heilen jetzt! Generation 1 war viel besser! Ja, Slimer, Alter, und Voltoball, was für geile Designs! Voltoball, aber wirklich ein epischer. Ja, weiß ich jetzt nicht. Was soll das jetzt? Ja, jetzt bist du minus 1 schon mal. Ey, das ist einfach nur Frack. Ein Spezialangriff war jetzt zwar irgendwie deine Stärke, aber ja, passt schon, wa? Oha, ich bin da mal weg kurz, ne? Oh, das ist gegen zwei Psycho-Pokémon jetzt gar nicht so fucking optimal. Fucking optimal. Nein. Warte, das ist doch trifft scheiße. Dich das? Trifft dich das? Wir brauchen noch 30 Sekunden. Oha, okay. Eisenlaub hat gedodged. Oh, das ist gut. Ja. Oh, das ist sehr gut. Ja. Eisenlaub, du Meister. Also wenn du jetzt lang genug durchhältst halt. Ist es ein 1v1. Ist es ein 1v1. Nice, das feiert man. Ja. Ich würde aber trotzdem einen oder anderen Kill mitnehmen.
Umwandlung. Typ normal, damit du jetzt immun gegen deine eigene Phantomkraft bist. Man weiß ja nie, was heutzutage passiert. Das ist stark. Digga, es ist ja so competitive, dieses Pokémon, ne? Warte mal, das ist aber gut, weil du greifst jetzt vor mir an. True. Vielleicht dodgt Eisenlaub dann nochmal. Ja, nö. Ja, vielleicht nicht. Hä? Ach stimmt, du bist normal jetzt. Ja. So, Haupt ist raus. Haupt ist auf jeden Fall weg. Crit. War ein Crit. Aus der Hölle. Alter! Okay. Hex. Hex. Da ist dein Kopf um 190.000 Grad gedreht. Der Kubayum? Ja. Hab gar nicht hingeguckt gerade, hab mich beschwert beim Schiri. Ja, Schiri. Weil du wieder so hexlastig unterwegs bist. Blatt? Ja, Blatt ist ja des Todes wack, Alter. Holy shit, ist das wack. Eisenblatt. Ich habe mir für die normalen Formen, wenn wir die dann haben irgendwann, demnächst, wenn Phantom Battle ist, schalt unbedingt ein, habe ich mir eigene Paradox-Namen ausgedacht. Deswegen, schaut auf jeden Fall rein für die kreativen Namen. Wo, wie, wann, was? Ja, bald. Soon. As soon as possible. Du bist Terra normal, das ist ja so frech. Ja, das ist so langweilig auch, ne? Genau wie diese scheiß Paradox-Form. Ich wollte Phantomkraft drücken. Ja, ich verbrenne dich jetzt erstmal. Aber wo genau soll man denn reingucken? Hier auf dem Kanal, bei mir, auf Twitch? Ja, auf beiden Kanälen. Alle Metronom-Battles, die es gibt auf der Welt von uns beiden. Ah. Hab ich Mach doch das mal. Sag mal, wieso denn jetzt? Double-Burn oder was? Hä? Flammenschild again. Kommen nur noch diese Moves jetzt. Ja, Keilflamme ist mehr am Start als Eisenblatt. Ja. Ach, komm. Aha. Greif doch in den anderen an. Aha! Ach, du kannst sogar nochmal. Du kommst sogar nochmal. Ich komm nochmal. Ach komm. Rückenwind für den Ästigen. Komm, ist trotzdem der schnellste. Also ja, nicht mehr so schnell wie dein Eisenblock, weil. Richtig. Aber ansonsten ist der schnellste von den dreien. Abgesang steht bei 1. Oh nein! Die Felsen werden fallen, Alter. Die Felsen werden rollen. Die Felsen. Warum habe ich mich noch gleich zu normal gemacht? Gegen ein Kampf-Pokémon? Das war sehr guter Schaden. Das war dame guter Schaden. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst vor deinen Kampfattacken, weil ich werde sehr effektiv getroffen und bin minus 1 und du bist Terra-Kampf und... Erstmal Flammensturm. Boah, das wäre so geil, wenn du dich selbst burnst. Nö, mach ich nicht. Oh. Make ich nicht. Furienschlag? Oh. Einfach gemisst. Der wäre so erledigt gewesen, das wäre der Win. Schlechtes Teambuilding. Das wäre der Win. Nein! Okay, oh, Para. Schade. Dann geht irgendwas in Flammen auf plötzlich. gut. So, ja, die beiden Blöcke fallen. Gerade. Ich bin so... Oh mein Gott, das hat sich auch gedreht. Kopf auch gedreht. Ja, pass auf nochmal. Pass auf nochmal. Pass auf nochmal. Guck hin. Guck doch hin. Ja, ich guck doch mal hin. Wow. Das sieht aus wie ein Dosenöffner. Ja, wie so ein Mixer. Da habe ich so dran gedacht. hast du schon mal einen Mixer gefasst? Ja. Das dürfte sich ähnlich anfühlen wie diese Attacke. Das ist ja traurig. Das ist ja lächerlich. 46 KP, lächerlich. Ja gut, damit haben wir festgestellt, dass Non-Shiny-Paradox-Pokémon leider besser sind als die Shiny-Formen. Ist mir alles egal, wir haben fucking Kampfhintergründe. Tschüss.